Wollen wir die Vogelhochzeit singen? Ja. Wollen wir die mitsingen? Fiederalle. Was? Wieso tust du uns immer mitsingen? Du willst das jetzt singen? Na dann los. Sing Mami mal was vor. Sing Mami mal vor. Alle Vogel, was der Hochzeit machen. Seite? Fiederalala, Fiederalala, Fiederalala. Und weiter? Ein Amsel war trottete Amsel. Die Trosse war die Braute. Fiederalala. Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Die Strubbi-Mutti begrüßt euch. Wir haben es heute Dienstag, den... Mili, welcher ist heute? Der 2. April, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich schätze mal so 8:30. Und ich werde unser Maxchen gleich in den Kindergarten bringen. Denn danach, ja erst um 11, habe ich einen Termin beim Frauenarzt. Ich bin ja ab heute in der 33. Schwangerschaftswoche. Und heute steht wieder ein regulärer Termin an. Ich nehme euch heute einfach mal mit. Mal gucken, ob irgendwas Spannendes passiert. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me higher life. Musst du dein Zimmer jetzt erstmal staubsaugen, Maxi? Was ist staubsaugen? Ist dein Zimmer schmutzig? Okay, dann mal los. Ach, da steckst du den Stecker ein, ja? Im Bücherregal. Okay. So, mal sie weiter saugen. Ja. So, dann weiter. Gleich. Gleich geht es weiter. Mal sie anmachen. Mal sie absaugen. Das Bücherregal? Ja. Na, dann los. Hier absaugen. Ach, das Bett muss auch sauber gemacht werden. Okay, verstehe. Mhm. Ist fertig. Wir haben uns jetzt eine neue gekauft. Wir hatten erst so eine zweigeteilte für Max und das fand ich irgendwie immer blöd. So kann man wirklich alles unterteilen. Hier ist alles ordentlich und die ist auch auslaufsicher. Also man könnte hier eigentlich auch Joghurt reinmachen. Die haben wir bei Amazon gekauft. Verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Es gibt Brot mit Schinken, ein Babybell, Tomaten, Heidelbeeren, Datteln. Datteln sind momentan wirklich, er möchte jeden Tag Datteln essen, echt total witzig. Dann so eine Brezel, die sind hier, Maxi weint schon wieder, ich muss gleich mal hin, von den frechen Freunden aus Kichererbse. Dann haben wir hier noch so eine Snacks, die sind auch, ich glaube von Fruchtbar sind die. Die sind auch super lecker und ohne Zucker und so weiter und so fort. Und Heidelbeeren ist da auch mega gerne. Die wird jetzt zugemacht und dann kann er nebenbei so ein bisschen snacken. Ja, Schuhe müssen wir auch anziehen, hast du recht. Bitte Schuhe anziehen. Oh, eine Lüpfchenmütze hat Maxi. Kann ich nicht vergessen. Welche Schuhe wollen wir denn heute anziehen? Welche Schuhe möchtest du heute anziehen? Oh, was ist denn los? Was ist los, Pippi? Was brauchst du denn? Du hast was auf die Kinder sind? Nicht. Was brauchst du nicht? Kinder brauchen wir nicht. Die dicke Mütze brauchen wir nicht, ne? Die nehmen wir aber trotzdem mit zur Sicherheit. Wir müssen mal gucken, wie kalt das draußen ist, ne? Die packt Mami in den Rucksack, okay? Ich nicht. Was denn? Nicht windig. Ist nicht windig? Nee. Hast du das schon festgestellt? Warst du schon draußen? Ich habe Max jetzt abgegeben bei den Tageseltern. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil das heute wieder so ein doofer Abschied war. Es gibt so Tage, da flitzt er gleich zu den Kindern und spielt und alles ist toll. Und es gibt so Tage wie heute, wo er einfach dann ganz doll weint, wo er schon, wenn wir die Tagesgruppe betreten, sich an mich klammert und nicht von meinem Arm runter will. Ich es kaum schaffe, ihm die Schuhe auszuziehen. Wo er schon weiß, na, die Mutti, die will gleich los.
und wo er einfach schon sofort bitterlich weint. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir trotzdem diesen Abschied kurz und schmerzlos machen, weil letzten Endes ist der Abschied ja trotzdem da, egal ob man jetzt eine Stunde noch damit wartet oder nicht. Ich habe das bis vor kurzem so gemacht, dass ich wirklich 1-2 Stunden noch mit hier in der Tagesgruppe saß und der Abschied war trotzdem bitterlich mit Tränen, sodass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, beziehungsweise die Tageseltern das auch nahegelegt haben, den Kleinen trotzdem versuchen, schnell abzugeben, ihm zu sagen, Mami kommt wieder, Mami liebt dich. Und ja, und deshalb bin ich jetzt los. Es war trotzdem echt so traurig. Das ist echt, ich mag das einfach nicht. Klar, es ist schön zu sehen, dass das Kind an einem hängt und dass es bei Mama sein will, aber es ist trotzdem traurig, wenn er so weint. Also ich mag das echt überhaupt gar nicht. Ich hoffe, dass er sich schnell beruhigt. Die Tageseltern schreiben mir dann immer, wenn er sich beruhigt hat, und dann bin ich auch wieder ein bisschen entspannter. Aber es ist echt, es gibt so Tage, ich habe die ganze Zeit hier irgendwie ein Haar am Hund, die sind einfach irgendwie so ein bisschen blöd. Heute Morgen beim Anziehen war es ja schon schwierig. Da hat er, glaube ich, schon gemerkt, oh, ich soll jetzt los, und er wollte sich nicht so richtig anziehen lassen, beziehungsweise hat dabei auch geweint und so ein bisschen gemeckert. Das war schon so kräftezehrend. Also es gibt so Tage, da bin ich morgens schon klitschnass, weil es so anstrengend ist manchmal. Ja, ich hoffe einfach, er beruhigt sich jetzt. Wir haben es jetzt 10:15. Um 11 habe ich den Termin. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schnell nach Hause fahren, werde auch mal frühstücken. Das habe ich nämlich bisher noch nicht geschafft. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg zum Frauenarzt. Und ich bin gespannt, was der Kleine so zu bieten hat. Ich bin gespannt, ob er sich jetzt inzwischen in Schädellage bewegt hat, weil in letzter Zeit, beziehungsweise bei Max war das so, in der 28. Schwangerschaftswoche lag der schon mit dem Kopf nach unten, und das war auch bei jedem Frauenarzttermin so. Und Baby Nummer 2 ist immer überall. Also das merke ich auch, der rumpelt nach wie vor in meinem Bauch rum, als hätte da noch mega viel Platz. Und ich würde mich schon freuen, wenn er sich langsam mal in die richtige Position bewegt. Klar hat er noch ein bisschen Zeit theoretisch, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt ja, je weniger Platz im Bauch ist, dass er sich noch dreht. Und ich möchte ja unbedingt wieder eine spontane, normale Geburt haben. Obwohl, was ist schon normal, aber ja, also eine Geburt ohne Kaiserschnitt. Das wünsche ich mir schon sehr, und deshalb hoffe ich, dass er in der richtigen Position liegt, auch weil ich es irgendwie nicht glaube. Also der kleine Mann macht spannend, aber Hauptsache, mit ihm ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch heute mal von ihm mal wieder ein schönes Bild bekommen. In letzter Zeit hat er sich immer gerne mal versteckt, aber ich nehme euch ja auf jeden Fall mit, und jetzt düse ich mal los. Wir haben jetzt schon die Entwarnung bekommen, die Tageseltern haben gerade geschrieben, dass Maxin sich beruhigt hat. Sie haben mir auch gleich Bilder geschickt, wie er schon wieder am Muffeln ist, also wirklich innerhalb von 5 Minuten war er wieder entspannt. Geht es mir auch wieder besser, jetzt kann ich in aller Ruhe mein Müsli essen, das ist übrigens super healthy, ne? So eine Nougat-Müsli-Dinger. Aber ich habe jetzt keine Muße mehr, mir noch ein Brot zu schmieren. Außerdem habe ich morgens irgendwie immer nicht so Hunger. Noch nicht leer. Es gab bisher einen Chicken Burger und einmal Gitterkartoffeln, und ich bin richtig bekloppt, ne? Hier ist gerade ein Haar. Ich bin richtig bekloppt. Ich weiß eigentlich, dass ich Sodbrennen habe seit 3 Tagen, und zwar richtig doll. Teilweise so, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und jetzt hatte ich mal heute Vormittag kein Sodbrennen und habe ich gleich wieder vergessen, ne? Ja, jetzt merke ich schon wieder. Und da sind noch ein paar Burger drin in der Tüte, ne? Ich verrate euch jetzt nicht, wie viele, weil dann denkt ihr echt, ich bin total bescheuert. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt erzählen, wie der Arztbesuch war. Vorher wollte ich euch noch, schaut mal, diese schönen Blümis an. Ich finde, die sind wunderschön. Die habe ich von einer lieben Freundin in so einem schönen Rosé. Und die machen sich hier so toll. Ich könnte jeden Tag Blumen kriegen. Da hätte ich nichts dagegen. Also wenn ihr mir Blumen schicken wollt, ne, immer her damit, habe ich kein Problem. Da war noch was. Eine Frage habe ich an euch. Und zwar habe ich mir überlegt,
Geburt rückt ja jetzt immer näher und das sieht hier bescheuert aus, egal. Ich habe mir überlegt, verstärkt Vlogs zu machen, je näher die Geburt rückt. Ich hatte auch vor, wirklich so ein, zwei Wochen vor dem Entbindungstermin nicht täglich zu vloggen, aber wirklich so vielleicht alle zwei Tage, um das für mich auch festzuhalten, wie so die letzten Tage vor der Geburt sind. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr Lust darauf habt, dass ich so eine Art Baby-Countdown mache, obwohl Countdown immer so, das klingt immer so, ist nicht so passend, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Aber auf jeden Fall in der Zeit vor der Geburt verstärkt für euch Vlogge. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall für euch machen. Wir fangen jetzt mal an. Also erstmal grundsätzlich, beim Frauenarzttermin war alles in Ordnung. Es wird übrigens auch jetzt ganz bald noch ein neues Schwangerschaftsupdate geben. Da werde ich euch noch ausführlicher erzählen, wie so die letzten Wochen waren, wie ich mich gefühlt habe, was meine Wehen gemacht haben. Heute erzähle ich euch wirklich nur vom Frauenarztbesuch. Ich bin heute 32 plus 0, also ich habe immer Dienstag-Wochenwechsel und ich kann schon mal vorab sagen, dass grundsätzlich erstmal alles in Ordnung war. Der Kleine hat sich prächtig entwickelt, wiegt inzwischen 2,1 Kilogramm. Der Arzt meinte, dass er damit schon über dem Durchschnitt liegt, also schon ein bisschen strammerer Kerl. Aber darauf gebe ich jetzt nicht so viel, weil Maxin war auch eine Zeit lang immer mehr und zur Geburt kam er dann bloß mit 3 Kilo zur Welt. Also mit ihm war alles in Ordnung, also es sah alles gut aus, die Versorgung sah gut aus, er hat auch noch genug Fruchtwasser, was vielleicht auch erklärt, warum der Kleine immer noch nicht in Schädellage liegt. Klar, er hat noch Zeit, theoretisch kann er sich noch bis zur Geburt in die richtige Position bewegen, aber ich werde langsam so ein bisschen nervös. Er liegt nämlich in Querlage laut Arzt, also ich kann das euch ja mal visualisieren. Der liegt wohl irgendwie hier so. Ja. Mal gucken, ich hoffe, dass sich das noch ändert, weil ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine natürliche Spontangeburt wieder. Ich habe mega Schiss vorm Kaiserschnitt und ich möchte das auch nicht, weil die erste Geburt einfach so wunderschön war, dass ich das auf jeden Fall nochmal erleben möchte. Ich bin aber zuversichtlich. Also gerade weil er noch so viel Fruchtwasser hat, meinte der Arzt auch, dass er wahrscheinlich wirklich noch sehr, sehr viel Platz hat. Und deshalb, ne, wir chillen einfach mal ein bisschen. Man darf sich ja nicht immer so viele Sorgen machen. Muttermund, da hat er jetzt nichts weiter zu gesagt, aber dann gehe ich mal davon aus, dass da alles geschlossen ist, sonst hätte er wahrscheinlich schon was gesagt. Ich wiege jetzt 82,4 Kilogramm, das heißt, ich habe 14,8 Kilogramm zugenommen bisher. Ich habe noch Bilder, ich zeige euch mal gleich die, die mir immer aufs Handy geschickt werden, das ist leichter. Und da zeige ich euch gleich mal das Krasseste, wo man wirklich sieht, dass er die Augen auf hat. Aber wirklich nur so ein bisschen, aber das ist so ein heftiges Bild. Seht ihr das? Das ist, also ich finde, das ist der Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, krass. Und ich finde, er hat wieder sehr, sehr viel von Maximilian. Ich sag's irgendwie bei jedem Video, ne? Ich muss sagen, dass Maximilian wirklich fast genauso aussah im Ultraschall. Und trotzdem, als er nachher auf der Welt war, irgendwie komplett anders aussah als auf den Ultraschallbildern. Deshalb habe ich da jetzt auch nicht so ein Problem damit, euch die Ultraschallbilder zu zeigen. Weil die Babys trotzdem nochmal anders aussehen. Was ich aber sagen kann, ist wirklich, dass das ein Abklatsch von Maximilian mal wieder ist. Und ja, also ich habe mich wirklich ganz doll gefreut, dass es schöne Bilder gab, dass der Befund in Ordnung ist. Ich habe auch in letzter Zeit, wie gesagt, weniger Wehen gehabt. Letzte Woche war richtig heftig und diese Woche dafür fast gar nicht. Das war echt angenehm. Der Urin war auch in Ordnung, also kein Eiweiß. Mein Blutdruck war 100:60. Also mal wieder niedriger. Das merke ich, wie gesagt, auch. Aber ich sage immer lieber ein bisschen weniger. Also niedrigeren Blutdruck, als wenn er zu hoch ist. 5 Wochen dürfte er kommen. Ich glaube, dass er so ähnlich, so wie Maxin, wieder eine Woche vorher vielleicht kommt oder so. Er meinte auch zu mir, dass die nächste Geburt, das hat er nochmal gesagt, wahrscheinlich wirklich schneller gehen wird. Und er hat auch gesagt, dass es häufig so ist, nicht bei jedem, die zweite Geburt die schönste ist, beziehungsweise die, die am besten läuft. Da könnt ihr mir ja gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch zugetroffen hat. Meine erste Geburt war ja schon wundervoll, die war traumhaft schön und ich bin gespannt, ob die zweite das nochmal top, weil eigentlich geht das fast gar nicht, weil die erste Geburt einfach der Hammer war. Können wir ja gleich mal machen, ne? Einmal Bauch zeigen. Das ist mein Bauch für die 33. Schwangerschaftswoche. Zack, zack, zack. Also ich muss sagen, dafür, dass der Bauch am Anfang so extrem gewachsen ist, ist er jetzt, finde ich, ganz normal. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu Maximilian. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch ein paar Videosequenzen habe. Dann kann ich euch das jetzt parallel einblenden, wie es bei Max in der Woche war. Eine Burger weiter essen, denn der Hunger ist schon wieder zurückgekommen jetzt. So brennt geht auch gerade. Dann kann ich ja jetzt weiter loslegen. Mal gucken, was heute noch so passiert. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, beziehungsweise mit euch so ein bisschen in Erinnerung schwelgen.
ganz, ganz viele Sachen von Maxim waren zwischengelagert bei meinen Schwiegereltern. Jetzt hat meine Mutti angefangen, die Sachen mal wieder auszuwaschen und zu bügeln und zu sortieren nach Größen. Ich habe auf jeden Fall vor, dieses Mal noch ein paar mehr Sachen in der 50 zu kaufen, weil Maximilian in der 56 am Anfang echt versunken ist. Oh, das war hier auch so ein Lieblingsteil. Oh, guck mal. Oh, so süß. Und davon haben wir jetzt zwei Waschkörbe voll in der 50, 56. Die muss ich jetzt mal noch wegsortieren. Und ich muss echt sagen, ich kann euch nur den Tipp geben. Ach, das Gott, das war das Erste, was ich für Maximilian gekauft habe. Oh Gott. Guck mal, das ist echt noch wie neu. Das war so ein Set mit Mützchen. Und wir müssen natürlich jetzt schauen, wie warm oder kalt es ist. Aber ich denke schon, dass man so langarm trotzdem tragen kann. Der ist jetzt auch nicht mega dick. Was ich euch wirklich empfehlen kann, ist gerade am Anfang Wickelbodies zu kaufen. Also sowas wie hier. Also keine Strampler, wo man bloß unten aufmacht, sondern Wickelbodies, weil die am Anfang einfach noch so schiedern, dass sie manchmal bis hier oben bekackt sind. Und dann ist es besser, wenn man das hier einfach komplett aufmachen kann. Oh Gott, das ist so klein. Das ist so klein. Also es ist, ich kann das echt nicht fassen, dass wir bald wieder so einen kleinen Wurm haben. Hallo. Kann man zerzauster aussehen als ich? Ich habe gerade eine Runde geschlafen auf der Couch. Es ist jetzt 4:30. Ich ziehe mich jetzt an und dann holen wir unseren Schnuffel zusammen ab und werden danach wahrscheinlich noch ein leckeres Eis essen gehen. An dieser Stelle werde ich jetzt den Vlog beenden, weil ich einfach denke, ich habe gedacht, ich kann euch jetzt hier noch irgendwas zeigen, aber ich habe einfach geschlafen. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, ob ihr Bock auf einen Baby-Countdown habt, wo ich euch wirklich ganz intensiv durch die letzte Zeit bis zur Geburt mitnehme. Ich habe übrigens auch vor, ein bisschen bei der Geburt mitzufilmen, je nachdem, wie gut es möglich ist und je nachdem, wie schnell die Geburt geht und so weiter und so fort. Auch zur eigenen Erinnerung habe ich das eigentlich vor. Und ja, lasst es mich gerne wissen, ob ihr Interesse daran habt. Lasst mir wie immer euer Feedback da, da würde ich mich ganz doll drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen restlichen Tag oder einen tollen Start in den Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Fühlt euch gedrückt. Bis bald. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another.